Hey, jetzt kommt zu einem Video. In diesem Video mache ich ein Sky Replacement und Day for Night Effekt. Das heißt ein Mac mit Final Cut Pro X. Ich habe jetzt hier aufgenommen draußen mit dem Himmel im Hintergrund. Der Himmel war heute ziemlich blau. Deswegen müsste es ziemlich einfach sein, den wegzumachen. Wenn da irgendwie Wolken drauf sind, ist es natürlich ein bisschen schwerer dann. Aber wenn der Himmel einfach komplett eine Farbe hat, dann müsste es ganz easy sein. Außerdem ist das alles auf einem Stativ aufgenommen worden. Was natürlich auch noch dazu hilft, dass man nicht irgendwas tracken muss, weil man das halt so auch gar nicht in Final Cut Pro machen kann. Ich habe schon mal ein paar Bilder runtergeladen. Und zwar einmal einen Hintergrund, also den Nachthimmel. Einmal einen Mond, einmal eine Erde und dann noch eine zweite Erde, weil keine Ahnung. Jetzt mache ich noch kurz was anderes und zwar mache ich erstmal kurz den Hintergrund, der so ein bisschen langweilig ist, ein bisschen interessanter. Aber nicht einfach eine Wolke reinpacken oder so. Sondern ich habe mir gedacht, wir machen was ganz Verrücktes und packen da Planeten oder Mond dran oder sowas, ne? Ja. Also einfach das darüber drag and drop, einfach draufpacken, transform, Dings anschalten und dann mal kurz hier irgendwo hin positionieren. Ja, so, das ist doch ganz schön von der Position her. Machen wir die Deckkraft ein bisschen weniger. Ich habe übrigens gar keinen Plan, was ich hier mache, deswegen ist so eine Sache, finden wir zusammen raus, was ich hier machen muss. Und hinzufügen sieht das ganz gut aus, ne? Das ist ja schon ein PNG, deswegen muss ich auch nichts irgendwie noch machen. Wenn das jetzt einfach kein PNG, wenn wir es einfach kurz Maske drum machen, ist ein Kreis, müsste ganz einfach sein. Okay, wir machen auf jeden Fall hier den Effekt drauf, weil er hier... Hier passiert nämlich die Wechsel. Ich mache mal aus Sicherheit ganz kurz eine Kopie davon und füge die davor mal ein, dass ich, wenn ich jetzt verkacke, einfach mal löschen kann. Effekte zu Key. Jetzt machen wir den Key rein. Der Himmel ist ja in dem Fall hier blau, deswegen müssten wir eigentlich ganz gut das Blaue weggehen können. So, wir nehmen hier ein bisschen ein Stückchen Himmel raus, ne? Schön ein Stückchen Himmel mal. Ich habe jetzt noch das Problem, dass hier unten halt so ein Schein ist, sage ich mal. Das sieht interessant aus hier. So, okay, Speicher war gleich leer. Da wir ja Day for Night machen wollen hier auch und nicht nur ein Sky Replacement, wollen wir natürlich auch den Day for Night Effekt oder auf Deutsch halt Nacht zu Tag oder sowas, ne? Tag zu Nacht Effekt hier. Machen ein Match iMovie raus. So, lassen wir es erstmal. Erstmal kurz gucken, wie wir das mit dem Key hinkriegen hier. Jetzt kann man ja sehen, der Baum da hinten ist zwar irgendwie ein bisschen komisch jetzt, aber da ist sowieso ja Day for Night Effekt, ne? Ein bisschen blau gemacht ist alles so. Juckt es nicht so viel. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass der hier, sag ich mal, auch das hier vorne wegkeht und da könnten, da habe ich gesagt, ich kann einfach eine Effektmaske draufpacken, aber es gibt irgendwie keine Effektmaske hier bei dem Effekt, was nicht ganz so nice ist. Aber das ist ja nicht schlimm, weil wir können einfach ganz kurz das hier da unten drunter einfügen, das gleiche Video, hier den hier wegpacken, dafür aber eine Maske drauf machen. Wir wollen jetzt den Himmel drauf packen, also drunter packen. Und ganz unten natürlich. Sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich. Also ich muss schon sagen, jetzt Animation. Der Übergang von Tag zu Nacht. Und der Mond ist auch nicht so ganz nice. Deswegen hier machen wir dann Dings hin. Und da machen wir hin und so. Wenn da zurückgehen, hier auf 0. Das gleiche theoretisch hier auch nochmal. Aber das kann man hier nicht machen. Okay, das ist das unten, ja. Mix. Rechtsklick, Videoanimation anzeigen. Da ist der erste. Dann machen wir dann noch einen neuen hin. Für dieses hier, da ist auch dann der andere. Mix, wieder auf das. Hier auf dem Anfang hin, machen auf 0. Das ist doch so ein guter Effekt eigentlich schon. Jetzt muss man natürlich noch den Mond angucken, ganz kurz. SOS. Machen einen Keyframe dahin. Machen Deckkraft auf 0. Okay, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt kommt das gleich noch für den nächsten Clip hier, sag ich mal, wo der nichts macht. Also einfach das gleiche wiederholen. Mit dem Mond die Transition da drin. Command C, Shift, Command V. Hier und Tag zu Nacht. Setzen wir ein und wir sehen, wir haben den gleichen Effekt hier. Problem wieder, dass wir hier halt wieder das Dings haben. Heißt also, kopieren, fügen den ein, ziehen da drunter, machen die ganzen Effekte weg. Mit Effekt mache ich eigentlich nur den Key, nicht alle. Und die Keyframes müssen natürlich auch noch weg. Denn von hier ganz kurz die Maske einsetzen. Bei diesem Clip haben wir jetzt das Problem, dass ganz kurz, wenn ich mich hier bewege, die Kamera anders belichtet, weswegen der Himmel ganz kurz halt heller wird und halt deswegen der Kia nicht ganz so klar kommt mit der ganzen Sache. So, wir müssen diese komische Box hier irgendwo so setzen, dass der... Ja, okay, schon das halt eben. Aber es ist halt dieser Bereich hier neben dem Baum, der mir nicht so gefällt. Ja, das kleine bisschen kann man auch eine Maske ausmachen, ne? Da kann man ruhig mal hingehen und eine Maske auswählen. Wir können jetzt ganz kurz hier ein bisschen ranzoomen. Für genauere Kontrolle. Muss ja nicht so genau sein. Das Baum-Dings hier juckt eh keinen. Umkehren! Jetzt natürlich die Maske noch animieren hier. Keyframe setzen. 6½ hours later. Das sieht keine Scheiße aus, Lol. So, wir ziehen die gerade wieder runter hier. Und mal ein paar mehr Boxen machen hier. Muss jetzt für jeden einzelnen Frame eine Box ziehen? Das geht schon einfacher, oder nicht? Einfach halt jetzt jeden einzelnen Frame, wo die Scheiße ist, so einen Kasten setzen. Und der erkennt die Scheiße und macht die Scheiße auch weg. Das Video jetzt hier, ja, ziemlich kurz, sag ich mal, sind
auch diese paar kleinen Sachen nicht so schlimm. Und ich belasse es mal bei dem hier. Und du kannst hier gucken, wie ich Vlogs schneide. Oder noch andere Tutorials. Oder halt einfach die Vlogs. Ich hoffe, es ist ganz gut geworden. Und das Fertige siehst du hier im Blog. Ne? Tschüss!